Willkommen bei Pizza and More. Sicherlich habt ihr schon mal, wenn ihr in Italien in einer Pizzeria wart, eine ganz skurrile Pizza gelesen. Mein Name ist Jürgen und wir machen heute zusammen die Pizza Wurstel e Patatine. Ja, wahrscheinlich habt ihr euch gedacht, es ist irgendein Touristenscherz oder irgendwas, was speziell für Touristen in den italienischen Pizzerien ist, nämlich eine Pizza mit Würstchen und Pommes. Aber dem ist überhaupt nicht so, denn das ist eine der beliebtesten Kinderpizzen in Italien und deswegen machen wir die heute einfach mal. Alle Zutaten habe ich hier schon vorbereitet, die wir brauchen. Ich habe Wienerchen, ich habe Pommes, die Pommes habe ich schon im Backofen vorbereitet, also die sind schon fertig gebacken. Ich habe Käse, ich habe San Marzano-Tomaten. Wenn ihr wissen wollt, wie ich die Tomatensoße mache, den Link zur Tomatensoße habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Und genauso wie wir die Pizza aus dem Container rausholen und wie wir die Pizza stretchen, dazu habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Dieses Video gibt's auch in der Videobeschreibung. Aber trotzdem werde ich einige Worte dazu sagen, wie wir den Teigling jetzt am besten aus der Box rausholen. Und zwar nehmen wir genügend Semola, wir streuen das über den Teigballen drüber, den wir rausholen wollen. Und wir streuen das Semola überall dorthin, wo er einen anderen Teigballen berührt oder wo er eben die Box berührt. Und dann lösen wir als erstes mal überall dort, wo die Berührungsstellen sind. Und dann schieben wir mit der Spachtel das Semola unter den Teigballen, damit er einfach nirgends klebt. Und dann holen wir ihn raus, denn es ist wichtig, dass er nirgends klebt. Denn sobald er irgendwo klebt und wir ziehen den Teigballen in die Länge, dann wird er gestresst, der Teig, und wir haben keine Chance, den mir ordentlich zu formen. Die restlichen Teigballen, kommt der Deckel drauf, den stellen wir beiseite. Und den Teigballen, den wir jetzt benutzen wollen, den wenden wir ein paar Mal im Semola Bett, dann legen wir den raus. Wenn er nicht rund sein sollte, dann machen wir jetzt ganz vorsichtig eine runde Form und dann sind wir ganz vorsichtig, wenn wir den Teig berühren oder wenn wir irgendwas mit dem Teig machen, um den einfach nicht zu stressen, denn wie gesagt, sonst können wir den nicht mehr in die richtige Form bringen. Wir fangen ganz einfach in der Mitte an zum Drücken und drücken. Wir dehnen den überhaupt noch nicht, sondern wir drücken nur. Und zwar drücken wir die ganze Luft von der Mitte in den Rand und wir lassen ungefähr 1,5 cm vom Rand übrig. Wenn wir gleich große Blasen sehen, die können wir gleich aufmachen, denn die großen Blasen würden eh verbrennen. Dann drehen wir den Teig um, ganz vorsichtig wieder, damit wir hier nichts drücken. Und dann machen wir das gleiche von der anderen Seite. Wir drücken einfach auf den Teig. Und ihr seht schon, nur durch das, dass wir hier drücken, bekommen wir schon gleich eine schöne Form. Wenn wir merken, dass irgendwo was klebt, können wir einfach Semola hinstreuen, dann hört es auf zum Kleben. Jetzt kommen unsere Tomaten drauf. Wenn die Kinder natürlich keine Tomaten wollen, dann lassen wir die Tomaten einfach weg. Man kann für die Kinder, wenn es auch schlimm klingt, natürlich auch Ketchup nehmen, aber das schmeckt mit Tomaten wunderbar. Wenn dann die Tomaten ordentlich verteilt sind, kommt Fiordilatte drauf in meinem Fall. Man kann natürlich auch jeden anderen Käse nehmen, welchen man auch immer mag. Als nächstes kommen dann Pommes drauf. Ja, ich weiß, das ist sehr strange, aber was macht man nicht alles für die Kinder? Und wenn dann die Pommes drauf sind, dann kommen noch Würstchen. Und dann ist die Pizza auch schon soweit fertig, dass wir sie in den Ofen schieben. Wir tun noch einen Schuss Olivenöl drüber und dann kommt sie in den Ofen. Um die Pizza in den Ofen zu tun, nehmen wir unseren Pizzaschieber, ein bisschen Semola auf dem Pizzaschieber, dann die Pizza leicht anheben, den Schieber drunter
Und jetzt machen wir die finale Größe so groß, wie wir unsere Pizza wollen. Und jetzt ist die Pizza soweit vorbereitet und kann in den Ofen. Und hier haben wir jetzt unsere Pizza Wurstel e Patatine. Ich verspreche euch, eure Kinder werden euch für diese Pizza lieben. Pommes und Würstchen mag jedes Kind. Normalerweise wollen die Kinder auch normale Pizza, aber diese Pizza werden sie lieben. Ganz garantiert. Ja, also es handelt sich bei der Pizza tatsächlich nicht um einen Touristenscherz oder um irgendein spezielles Essen, das ganz speziell für die Touristen gemacht ist. Nein, das ist wirklich sehr beliebt, das steht auch auf jeder Karte. Wie ich es das erste Mal gelesen habe, habe ich mich auch absolut gewundert, was soll denn das? Aber es ist tatsächlich so, das ist sehr beliebt. Macht es nach, gebt es euren Kindern oder macht es für eure Kinder mal so eine Pizza. Ihr könnt es natürlich auch selber essen. Ich werde die jetzt zum Beispiel dann selber essen. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!